In einem größeren Entwickler-Livestream am Freitag haben die Entwickler das neue Überarbeitungsupdate für das Wellness-Tag-Gameplay-Pack vorgestellt, welches schon demnächst erscheinen wird. Mehr dazu in diesem Video. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, das Wellness-Tag-Pack erhält eine Menge an verschiedenen neuen Features, die mit dem am Dienstag, den 7. September erscheinenden Update für alle Spieler, die das Pack besitzen, ins Spiel gebracht werden. Beginnen wir mit dem Ersteller einen Sim-Modus, in dem insgesamt ein neues Merkmal namens Wartungsintensiv hinzugefügt wurde. Mit diesem sind eure Sims im Alltag von Kleinigkeiten mehr gestresst, allerdings können sie dadurch als Ausgleich im Wellness-Center deutlich besser entspannen. Wie im letzten Video fälschlicherweise erwähnt, gibt es mit diesem Update keine neuen Karrieren, sondern gleich drei neue Bestreben. Einmal Zen-Guru, welcher gerne sein Wissen an andere Sims weitergibt, Selbstpflegespezialist in der Rolle als Masseur oder Maniküregeber und innerer Frieden, mit dem eure Sims die Mitte finden und negative Emotionen unter Kontrolle haben möchten. Für alle Spieler, die ihren Sims gerne neue Finger und Fußnägel geben wollen, gibt es eine weitere gute Neuigkeit. Diese können direkt im Ersteller einen Sim-Modus ausgewählt werden, welche in vielen verschiedenen Formen und Farben, sowie glänzend oder matt zur Verfügung stehen. Aber auch Spieler, die nicht das Gameplay-Pack besitzen, profitieren vom Update. Insgesamt 4 einfache Versionen stehen nämlich auch für alle Spieler so bereit. Die Mod-Erstellerin Ebonix Sims durfte eigene Nägel entwerfen, die ihr ebenfalls mit dem Pack auswählen könnt. Die Entwickler haben außerdem einige bereits vorhandene Möbel in weiteren neuen Versionen hinzugefügt. Es gibt jetzt eine luxuriöse, sowie ins Inventar verschiebbare Version des Massagetisches und Manikürestuhl. Weiter haben die Yogamatten und viele verschiedene Deko-Objekte aus dem Basisspiel eine Menge bunter Farbalternativen erhalten. Ansonsten können wir uns über einen kleinen Mini-Kühlschrank und weitere Kissen zum Meditieren freuen. Der kleine Kühlschrank bietet ebenfalls die Möglichkeit, sich eine Portion normale und energiereiche Gurkenscheiben zu holen. Ansonsten könnt ihr hier die neuen Gesichtsmasken auftragen. Es stehen insgesamt 6 verschiedene zur Auswahl. Kinder können beispielsweise auch Tiermasken auftragen. Weiter zum Gameplay. Hier kann man mit einem Klick auf die Massagestühle selber anderen Sims etwas Gutes tun oder beispielsweise auch die Nägel lackiert bekommen. Diese können in einer neuen Benutzeroberfläche ausgewählt werden. Ansonsten ist es jetzt auch möglich, anderen Sims Yoga näher zu bringen und dafür ebenfalls etwas Geld zu erhalten. Ihr könnt öffentlich zufälligen Sims zeigen, wie Yoga funktioniert oder auch private Gruppen mit von euch bestimmten Sims auswählen. Kinder können jetzt auch an den Yoga- und Meditationsübungen teilnehmen. Das war es soweit mit dieser Stream-Zusammenfassung. Freut ihr euch schon auf das Update am Dienstag? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.